Meine lieben Freunde, dank der heutigen Technik ist es möglich, praktisch vielen Menschen Dinge zu zeigen, die man sonst nur im kleinen Kreis. Früher hat man das im Verborgenen gemacht, weil man Angst vor den Pfarrern haben musste, dass die in irgendeiner Weise einem Böses wollten. Nun ist es so, dass das Frühjahr, die Zeit der Blüten, Kirschblüten, Magnolienblüten und auch jegliche andere Pflanzen, das ist die Hochzeit der zweiten Dimension, deren höchste Erscheinungsform immer die Blüten der Pflanzen sind. Interessant ist jetzt, ich habe jetzt in diesem Jahr im Frühjahr durch das Wetter einen wunderschönen Tulpenbaum vor dem Haus stehen. Und dieser Tulpenbaum, wenn man ihn nun fotografiert, anhand dieser Bilder kann ich euch das zeigen, was ein Jakob Böhme, Angelus Silesius und wie die Leute alle hießen, ja, früher durch etwas anders trainierte Augen auch sehen konnten und dadurch sich sehr stark in die Mystik-Esoterik hineinbegeben haben. Das brauchen wir heute nicht. Wir können durchaus technisch versierte Leute sein, aber gleichzeitig mit der Technik auch diese Dinge sichtbar zu machen, ohne viel Übung, ohne viel Gebete oder Fasten oder sonst irgendetwas. Nun schauen wir uns diesen Tulpenbaum mal an. Der ist hier schon bereits fotografiert. Ich möchte ihn euch jetzt einmal ganz kurz zeigen. Schaut, was jetzt als nächstes folgt. Wenn ihr also hier praktisch, darum geht es jetzt hier, in diesem Tulpenbaum manifestiert sich, hier könnt ihr das sehen, an dieser Stelle manifestiert sich eine Art Gestalt. Das ist also diese Manifestation aus dem Tulpenbaum heraus, der all das, was in seiner Umgebung war, widerspiegelt. Und das ist das Besondere diesmal hier an diesem Baum. Der Baum steht in einem Garten, in unmittelbarer Nähe wohnt ein frommer Priester, ein Pfarrer, von dem ich weiß, dass er sehr ein sehr, sehr starker, ja, im Glauben gefestigter Mensch ist. Und es ist interessant, dass gerade dieser Baum nun hier praktisch das zeigt, was ein Jahr lang praktisch jeden Morgen in den Morgengebeten oder jeden Abend hier in seiner Umgebung stattgefunden hat. Naja, der Baum, das wäre jetzt hier der reguläre Baum, fotografiert, so wie er da ist. Es ist wie gesagt, diese Jubelzeit. Es sind ja nicht nur die Magnolien, die jetzt also hier Manifestationen bringen. Es ist alles Mögliche, was es da gibt. Ja, schaut beim Flieder dann später nach. Schaut immer, wenn Pflanzen blühen in eurem Garten, nehmt ein Fotoapparat, fotografiert das und spiegelt es. Und dann passiert, wenn ihr das spiegelt, dann passieren dann praktisch so Überraschungen, die man gar nicht erwartet hat. Nicht alles ist gleich immer eine Maria, die da erscheint. Es sind auch andere Dinge. Man muss einfach nur diese Technik des Spiegelns, die habe ich an anderer Stelle beschrieben, unter anderem auch auf meiner Webseite gespiegeltebilder.de. Da könnt ihr diese Technik nochmals genauer nachlesen, in mehreren Sprachen. Das Ding steht schon seit 2005 im Internet und so könnt ihr also dann sehen, wie man diese Dinge macht. Hier nochmal kurz, was jetzt hier dieser Tulpenbaum in diesem Jahr gebracht hat. Als erstes wurde das fotografiert, siehe Foto vorhin. Dann wird das mit einem Programm gespiegelt, gibt es heute im Internet zuhauf. Und ihr bekommt dann in der Mittelachse, das habe ich euch hier ganz massiv hier markiert, in dieser Mittelachse bilden sich dann diese einzelnen Manifestationen, nicht nur eine einzige, sondern verschiedene Manifestationen, wie eine Art Leiter übereinander stehen sie da und schauen uns im Prinzip an. Tja, seht ihr, hier habe ich das Ganze nochmals. Es ist halt, wenn man die Spiegelung etwas verändert, kommen dann noch andere Möglichkeiten hinzu. Sie sind mannigfach. Sie sind alle da, sie sind mannigfach. Man muss nur wissen, wie es geht. Und dann kommt man hier zu diesem Punkt. Wenn ihr dann in die Mitte genau an eine bestimmte Stelle schaut, dann seht ihr zum Beispiel ja, Art vogelähnliche Gestalten, ihr seht engelhafte Gestalten, ihr seht alles Mögliche. Und hier in diesem Tulpenbaum manifestierte sich ganz eindeutig klar eine Marienerscheinung, und zwar das Original aller Marienerscheinungen. Viele fragen sich, ja, wie haben die Kinder damals in Spanien oder in Portugal oder wo auch immer ja, die Maria gesehen?
gesehen. Das ist genau das ist das, liebe Freunde. So haben sie es gesehen. Entweder während der Blütezeit oder unter ganz besonderen Umständen. Meistens werden die Sinne, also wenn man das ohne Fotoapparat macht, dadurch geschärft, dass man entweder sehr durstig ist, also ausgetrocknet, der Körper ausgetrocknet ist, oder man durch Fasten eine Extremsituation für den Körper und somit auch für das geistige Sehen geschaffen hat. Wie gesagt, das ist also so eine Aufnahme und ich bitte euch, schaut sie euch in aller Ruhe an, wenn das Auge sich darauf eingerichtet hat, dann werdet ihr es erkennen. Das ist es ja wohl. Und hier in diesem Tulpenbaum hat sich etwas manifestiert, was in der Umgebung sehr, sehr stark gedacht und gefühlt worden ist.